So, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zur chaotischen Viertelstunde. Heute geht es um Systemd-Services oder wie man so Dinge eigentlich schreibt oder wie man auf so einem System mit so Systemd eigentlich so seine Hintergrunddienste laufen lassen kann. Das ist nämlich eigentlich ganz cool und hat ein paar Benefits und was das genau ist, das möchte ich heute einmal vorstellen. Wer benutzt denn hier Linux? Das sind so ein paar. Wer weiß denn, was auf seinem System das Init-System ist? Und welches davon sind Systemds? Ungefähr alle, deckt sich ungefähr mit dem, was ich vermutet hätte. Denn Systemd ist sozusagen das Init-System, das letztens irgendwann mal, so vor 2 Jahren oder so, kam das mal, ja raus kam es vor 5 und dann dauerte das ein Weilchen und dann hat irgendwann Red Hat das ausgerollt und dann irgendwann haben alle Distributionen das ausgerollt und nur noch ein kleines gallisches Dorf namens Veteran Unix Admins sagt sich, Systemd, das ist ja so scheiße, ne? Nee, das brauchen wir nicht, wir machen irgendwie Sys5 Init und unser System bleibt kaputt. Genau, alle anderen haben im Wesentlichen Systemd übernommen und dieses Systemd ist im Wesentlichen geschrieben worden, weil vorher unser System und die ganzen Hintergrunddienste gestartet wurden von einem Konglomerat an Shell-Skripten, das sich Sys5 Init nannte. Und jetzt ist das Ganze quasi ein, statt irgendwie das 150. Shell-Skript zu bauen, das uns irgendwie den NFS repariert und irgendwie auch irgendwie Automounting kann, ist das jetzt alles mal sozusagen für die modernen Erfordernisse neu gemacht worden. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt hat man irgendwie früher mal so einen Hintergrunddienst gehabt, zum Beispiel einen, der zum Beispiel, weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich vergessen, Dinge tut im Hintergrund, keine Ahnung, alle 5 Minuten mal einen Server pingt, um zu schauen, ob ich noch Internet habe. Und das kann man jetzt mit Systemd auch machen. Und wie wir das machen, ist nämlich erstmal, wir müssen dazu ein sogenanntes Service-File schreiben. Dieses Service-File ist sozusagen die Einheit, die Systemd hat, um einen quasi um einen Dienst zu deklarieren. Wir können da einfach mal in etc systemd system gehen. Da können wir nämlich unsere System-Services reinwerfen. Und wir können einfach mal eine Datei anlegen, nämlich plonk.service. Und dieses plonk.service bekommt jetzt erstmal so eine Section, nämlich Unit. Das ist nämlich eine sogenannte Unit. Alles in Systemd ist so eine Unit. Und diese Unit repräsentiert eben unseren Service plonk. Und so eine Unit hat erstmal eine, neben dem Namen plonk, hat es auch noch eine Beschreibung. Das ist einfach so ein Plonk-Service. Und das sind so im Wesentlichen so Metadaten, was für eine Unit das ist. Also Beschreibung zum Beispiel. Dann ist das ganze Ding ja ein Service. Und so ein Service hat sowas wie sowas wie, ich möchte jetzt irgendwas ausführen. exec start kann ich dann einfach sagen, also sobald diese Unit gestartet wird, möchte ich was ausführen, nämlich user bin echo plonk und das schreibt der uns in ein Plonk-File, denn es ist ja ein Plonk-Service. Und was wir jetzt tun können, das ist im Wesentlichen alles, was wir brauchen. Jetzt können wir einfach sagen, systemctl start plonk service. Genau. Und wenn wir das machen, sehen wir, dass das offensichtlich nicht funktioniert hat. Das ist ja ganz hervorragend. Warum hat das nicht funktioniert? Gucken wir uns doch einfach mal an, was das Journal uns sagt. Denn dieses Systemd hat ja auch gleich noch ein Logging mit dabei. Ich kann ihm sagen, beziehungsweise nee, wir gucken erstmal nicht das Journal an, sondern wir gucken mal das Journal an. Plonk.service, Autocompleten ist gerade irgendwie nicht so schnell. So, und wenn ich sage journalctl, dann sagt er mir jetzt im Wesentlichen, was dieser Service geloggt hat. Das heißt, das erste, was ich bekomme, ist schon mal per Service Logging von meinen Units. Jede einzelne Unit
kann ich quasi einzeln mit, also ich kann mit JournalCTL mir meinen kompletten Log angucken oder mit JournalCTL-U kriege ich für jede Unit einen Log von dem, was die so auf Standard-Out und Standard-R ausspuckt, was ziemlich cool ist. Dann schreiben wir unseren Plonk-Service mal um in... Ach, ich ahne warum. Dann packen wir doch einfach mal dieses Plonk-File an. So, jetzt gibt es ein Kommando, jetzt habe ich diese Unit geändert. Jetzt muss ich einmal einen systemctl-daemon-reload machen, damit der einfach mal alle Units-Files nochmal neu liest und jetzt sieht, dass dieses sich geändert hat. Und jetzt kann ich nochmal meinen Plonk-Service starten. Und wenn ich jetzt mir das Journal angucke, wird er mir wieder sagen, started a Plonk-Service. Ah, ich sehe auch, warum das letzte Mal nicht funktioniert hat. Der hat Echo aufgerufen und mir einfach Plonk, gepiped nach temp hallo Plonk, so einfach ausgegeben auf Standard Out. Das heißt, das ist genau das, was wir da gesehen haben. Und er hat es nicht in das hallo Plonk-File geschrieben. Erstes Resultat offensichtlich, der Redirect von der Shell kann nicht funktionieren, wenn ich keine Shell habe. Genau, aber jetzt haben wir tmp hallo.plonk. Jetzt ist es da. Was wir auch machen können ist, wir können uns, wenn es kein Argument für systemd gibt, außer das hier, ist das somit eines der stärksten Argumente, die systemd meines Erachtens hat. systemctl status plonk.service. Was wir da sehen ist, wir haben plonk.service. Die Beschreibung davon ist, das ist ein plonk-Service. Das Ding ist geladen und zwar von hier. Wir sehen also genau, wo das geladen, welches Datei, welches File er da geladen hat. Zum Thema Files. Ich hab Files jetzt geworfen in etc systemd system. Euer System installiert sowas in usrlibsystemd und irgendwo da liegen die Files rum, die euer System mitliefert. Und wenn ihr sozusagen eine gleichnamige Datei unter /usr und unter /etc habt, dann wird die unter etc, hat die unter etc Priorität, weil der Gedanke ist, das ist das, was ihr als Admin gemacht habt. Ansonsten, wenn es in etc keinen derartiges File gibt, dann wird das aus /usr genommen. Genau, und wir sehen, das Ding ist irgendwie statisch und wir sehen, dass der Vendor Preset disabled ist, das heißt, standardmäßig ist das Ding, startet das Ding nicht automatisch. Und wir sehen hier auch einen Auszug aus dem Journal, was wir gesehen haben. Das heißt, wir haben auch direkt einen Syslog mit dabei, was ziemlich, ziemlich cool ist. Das heißt, einmal systemd status und man weiß direkt, was los ist. Was ich auch machen kann, ist plonk-service. Ich kann sowas machen wie remain after exit true oder yes ist, glaube ich, das Kanonische. Jetzt brauche ich wieder ein systemctl daemon reload sicherheitshalber und wenn ich das Ding jetzt starte, dann wird der plonk-service wieder gestartet sein und wenn ich mir jetzt den Status angucke, sehen wir, das Ding ist active, aber exited. Das ist gedacht für so Dinge wie zum Beispiel, ich habe ein Skript, es läuft eigentlich nur einmal, aber wenn es, und wir sehen jetzt auch hier, es ist grün, wenn es sozusagen gelaufen ist, dann soll es sozusagen immer noch da sein. Das ist zum Beispiel dafür da, wenn ich zum Beispiel ein Skript habe, das ein Webserver pingt, um zu schauen, wann ich Internet habe. Irgendwann sieht es den Server, dann kann es sauber exiten, weil ich habe ja jetzt Internet. Aber es soll sozusagen, ich kann ihm sagen, bleib trotzdem da, bleib aktiv, weil es ja immer noch, weil das die Tatsache, dass dieses Ding da war und exited ist, heißt ja sowas wie, da ist jetzt Internet. Dafür ist das zum Beispiel gedacht. Was ich auch alternativ noch machen kann, ist natürlich, ich kann es auch weglassen und sagen, der Type von dem Ding ist einfach ein One-Shot. Dann erwartet systemd nicht, dass dieses Ding irgendwie da bleibt, sondern er kann es einfach so starten. Genau. Was wir auch noch machen können ist, soweit habe ich jetzt irgendwie meinen Service geschrieben. Und wenn das jetzt irgendwas ist, was länger, also was wir zum Beispiel machen können, wir exec starten mal sleep 120. So, systemctl daemon reload. Und das kann ich jetzt starten. Plonk Service. Und wenn ich jetzt einen Status mache, sehe ich, dass das offensichtlich nicht funktioniert hat. Das ist spannend. Eigentlich sollte der.
Ich sehe auch, wann das Ding das letzte Mal gestartet wurde, nämlich 1 minute 34 seconds ago. Das war offensichtlich, habe ich da das richtige File geändert? Sollte eigentlich, aber irgendwie hat das gerade nicht neu geladen. Machen wir nochmal einen Daemon Reload. SystemCTL Cut ist super. Kann mir einfach sagen, okay, was für ein File ist denn das? Okay, offensichtlich ist es das. Starten wir das doch mal jetzt. Wenn wir es jetzt starten und uns den Status anschauen. Und jetzt hat er es wieder nicht gestartet. Das könnte tatsächlich sein. Ich habe mit diesem Remain After Exit-Dinger noch nie so oft gearbeitet. Stoppen wir das doch Ding nochmal, aber das klingt tatsächlich plausibel. Es ist ja immer noch active, da habt ihr schon recht. Status. So, jetzt ist das Ding gestoppt. Starten wir es jetzt mal. Ah, genau. Das war das Problem. Genau, wenn Remain After Exit ist das Ding offensichtlich noch aktiv, steht ja auch dran und dann läuft es ja noch. Genau, jetzt sehen wir hier, wir haben die C-Group System Slice, darunter läuft dieser Prozess. Wir haben auch, jede Unit hat alles sozusagen zusammengruppiert. Alle Prozesse, die von dieser Unit gespawnt, geforkt, irgendwas werden, sind da zusammengefasst. Und wenn ich da einen Stop auf diese Unit werfe, dann wird auch alles tot gemacht, was da irgendwie mit zusammenhängt. Das ist sehr schön. Genau, und jetzt sehen wir hier, das ist active und das ist running, weil das was ist, was im Hintergrund läuft. Und das kann ich jetzt sozusagen auslaufen lassen. Ich hätte vielleicht irgendwie nicht 2 Minuten nehmen sollen. Jetzt muss ich halt noch ein bisschen labern. Das ist auch okay. Genau. Das ist das soweit. Während das Ding läuft, kann ich ja schon mal sagen, SystemD hat auch andere Dinge. Plonk. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich meinen Service automatisch starten? Und dafür brauchen wir sowas wie... jetzt habe ich doch glatt... Install hieß die Section. Kann ich sagen, eine Install-Section. Also bisher, wenn ich jetzt sozusagen jetzt sage, ich habe diese Unit und ich will meinen Service irgendwie automatisch aktivieren, dann sage ich systemctl. Ja, was ich eigentlich mache, ist alias sctl gleich systemctl, weil systemctl schon einfach viel zu lang ist. Und sctl kann ich jetzt anstelle von systemctl benutzen. Was wollte ich tun? Ach genau. Mit Enable kann ich das Ding anmachen. Und wenn ich meinen Plonk-Service anmache, dann sagt er mir, geht nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, warum geht das nicht? Wir können uns den mal anschauen. Wir brauchen noch eine sogenannte Install-Section. Und da kann ich zum Beispiel reinschreiben, wanted by Multi-User-Target zum Beispiel. In dieses Wanted By kann ich jetzt jede beliebige Unit reinschreiben. Zum Beispiel könnte ich da auch reinschreiben Plonk Service und dann würde sozusagen Plonk Service sich selber mit reinziehen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, deswegen lasse ich das auch. Aber in der Theorie könnte ich das machen. Und ich kann jetzt sozusagen da irgendwie andere Services reinschreiben. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen Service habe, der mir das NFS hochfährt und ich möchte, nachdem das NFS da ist, irgendwas anderes machen, kann ich kurz sagen, wanted by nfs-common.service oder der klassische Fall ist, ich binde das in sogenannte Targets. Targets sind so Zustände vom System, zum Beispiel sleep-target würde das Ding an das Event binden, was passiert, wenn ich meinen Rechner zuklappe. Und der Klassiker ist, wenn ich Dinge einfach gestartet haben möchte, kann ich ihn entweder ans Multi-User-Target binden, das ist sozusagen dann, wenn sich Leute einloggen können, ist Multi-User-Target erreicht. Oder sogar, wenn ich grafische Oberfläche brauche, gibt es das Graphical-Target. Und wenn ich das mache, ich mache es mal auf Multi-User, dann gucken wir uns mal eben kurz an, SystemCTL-Status. Der Plonk ist jetzt nicht mehr grün, sondern der Plonk ist jetzt wieder weiß, weil er nämlich loaded ist, aber er ist inaktiv. Was? Tot. Bitte? Sorry. Achso. Okay. Genau, das ist das. Was passiert übrigens, wenn so ein Service, der da läuft, abstürzt, können wir uns auch mal, ausprobieren, indem ich einfach usebinfall mir anschaue. Daemon Reload bitte. Und wenn ich das Ding jetzt einmal starte, dann... Und jetzt mit dem Status hole, wird er sagen, failed, sogar fett mit rot, dass man sofort sieht. Code ist exited, Status ist
Statuscode liefert er auch gleich mit. Statuscode, mit dem unser Ding geexitet ist, ist Failure. Und wir kriegen auch gleich den ganzen Output von dem Skript mit. Das ist super schön. Fun Fact, wenn ihr wissen wollt, ob auf eurem System Units gefailed sind, systemctl --failed liefert mir zwei, und zwar einmal den Plonk-Service, das ist der, den ich gerade habe failen lassen, und das ist mein Backup-to-Doc-Timer, der nicht backuppen konnte, weil die Harddisk nicht angeschlossen war, aber das ist okay, das ist beim Setup von dem Backup-Setup bereits eingepreist. Da gibt es Maßnahmen. Genau, das heißt, ich sehe auch, welche Units failed sind und kriege relativ schnell einen Überblick. So, was ich noch zeigen wollte, war genau Enable mit systemctl enable plonk.service, sagt er mir jetzt created symlink, bla bla bla. Und das heißt jetzt im Wesentlichen, dass das Ding im Status, sollte es jetzt auch enabled sein? Genau, hier steht jetzt, im Status steht drin enabled. Das heißt, jetzt weiß ich auch, dass das Ding automatisch gestartet wird, sobald das Multi-User-Target quasi aktiviert wird. Was bei diesem Service jetzt herzlich dämlich ist, weil der nichts anderes kann als failen. Aber in der Theorie, wenn man irgendwie so seinen Daemon hat, dann kann das durchaus ganz nützlich sein. Richtig. Fun Fact, wie Systemd das macht, das ist eigentlich ganz witzig. Enablen ist nichts anderes als, Systemd macht einfach einen Symlink von unserer Unit. Unsere Unit wird einfach symlinkt in das System, die Multi-User-Target.Wants, und wenn sozusagen Multi-User-Target aktiviert wird, dann guckt SystemD in das Multi-User-Target.Wants, was da alles so drin liegt, und startet das alles sozusagen mit. Und wenn jetzt sozusagen ich Plonk an Plonk-Service binde, das ist eine gute Frage, ob der das eigentlich kann, das probiere ich mal aus. Plonk-Service. Ja. Re-enable Plonk-Service. Genau, und was er jetzt auch macht, ich habe jetzt nicht gesagt enable, sondern ich habe gesagt re-enable. Das heißt, er removed jetzt mal den alten Symlink, der für Plonk zuständig war, und macht jetzt einen neuen, nämlich in etc systemd system plonk-service.wants. Plonk-Service linkt jetzt auf systemd system plonk-service. Das heißt, das ist nichts anderes als ein Symlink in dem entsprechenden .wants-Ordner. Das heißt, wenn irgendwann mal alles kaputt geht, kann man im Zweifelsfall die Dinger auch selber wegmachen. War aber bisher noch nie notwendig. Das hat einen ganz spaßigen Nebeneffekt. Wer hier benutzt Debian? Das sind so ein paar Leute. In diesem Debian sind ja noch so ein paar sys5init-Skripte drin. Ich weiß nicht, wie viel es im neuesten Stretch sind. Da kann der Herr da hinten vielleicht, hat da mehr Insight, wie schlimm das noch ist. Oder auch nicht. Okay. Also wenn ihr noch ein System habt, das viele Init-Skripte habt, dann habt ihr das Problem, Systemd kann diese Init-Skripte zur Laufzeit einfach in eine Unit umwandeln und startet die dann auch. Aber Systemd hat keine Ahnung, was davon jetzt irgendwie aktiv ist und nicht, weil diese ganzen Enable- und Disable-Dinger nicht funktionieren. Also startet Systemd die einfach alle. Oder ihr habt irgendeinen Service, der ist zwar eigentlich in so einer Abhängigkeitskette drin, ihr wollt aber nicht, dass der gestartet wird, weil das irgendwie explode-my-laptop.service ist oder so. Dafür gibt es systemctl disable plonk. Disable ist natürlich jetzt das Gegenteil von enable. Und es gibt auch noch mask. Was mask ist, werden wir jetzt sofort sehen. Wenn wir einen mask machen, dann okay, den kann ich nicht masken. Aber wenn ich sozusagen plonk 2 Service masken möchte, angenommen mein System hat sozusagen eine Unit, die heißt plonk 2 Service und ich möchte nicht, dass die gestartet wird, dann kann ich die einfach symlinken nach dev 0 und dann sagt systemd, oh, ich sehe hier einen dev 0 symlink. Ich lasse die Finger davon. Und das Gegenteil davon ist natürlich Unmask. Genau, das ist im Wesentlichen so in a nutshell das, was man braucht, um seine Services laufen zu kriegen. Es gibt dann noch, was die Services angeht, ich hatte hier irgendwann mal den Type erwähnt. Es gibt da, die größten sind Type Simple. Das ist einfach ein Standard-Service, der wird gestartet und läuft durch. Dann gibt es Type One-Shot. Das ist einer, der quasi gestartet wird, dann irgendwann exited und fertig ist. Und dann gibt es, was eventuell auch noch spannend sein könnte, Forking. Das ist ein Service, der startet, forkt dann weg. Das heißt sozusagen, der ursprüngliche Prozess ist nicht mehr da und nur der weggeforkte Prozess bleibt. Die Option muss man setzen, wenn man so ein Ding hat, denn ansonsten sagt SystemD, oh, der Main-Prozess ist weg. Ich räume mal den ganzen Scheiß, den der hinterlassen hat, auf.
Und wenn das passiert, dann forkt euer Service eben weg und wird dann von SystemD direkt wieder zugemacht. Das heißt, falls ihr sowas haben wollt, braucht ihr Forking. Ansonsten SystemD hat eine Extensive Documentation, auf die ich in diesem Punkt mal verweisen würde. Optionen, die man vielleicht noch braucht, ist sowas wie User. Man kann bestimmte, das Ganze unter einem bestimmten User laufen lassen, dann läuft die Unit nicht mehr als Root, sondern als bestimmter User. Genau, man kann, es gibt dann auch noch so Dinge, dass man sagen kann, diese Unit soll bevor von, also ich kann zum Beispiel sagen, diese Unit ist wanted by, das war doof. Diese Unit ist wanted by sleep target und dann kann ich irgendwie sagen, before sleep target und dann stellt SystemD sicher, dass diese Unit quasi läuft, wenn ich meinen Laptop zuklappe und zwar bevor das Ding in Suspend geht, wenn ich zum Beispiel noch irgendwie was vorm Sleep aufräumen möchte oder sowas. Genau, das wäre jetzt so quasi SystemD Unit Files in a nutshell. Gibt es Fragen? Ja. Du kannst ja so Services enablen und disablen auch als User und nicht nur als Root. Das ist richtig. Und dann sollst du dich authentifizieren. Woher genau nimmt der die Information, ob du das gerade darfst oder nicht? Ist das auch über die Sudo-File? Das ist die ADM-Gruppe. Wenn du in der ADM-Gruppe bist, dann erkennt dich SystemD als Admin an, dann darfst du das. Wenn das nicht der Fall ist, dann sagt SystemD, leck mich um Arsch, ich mach das nicht. Admin oder, ich glaube ADM heißt die Gruppe. Es gibt aber auch einen User-Slice, du kannst auch einfach Services mit einem User starten. Genau, das wäre dann SystemD User-Services, das wäre dann nochmal was anderes. Genau, also die System-Services darfst du dann manipulieren, sobald du in der ADM-Gruppe drin bist. Weitere Fragen? Ja. Es gibt ja auch Restart statt Daemon Reload. Gibt es ja Unterschiede? System. Schauen wir doch mal. Wir haben bla 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 bla. Hatte sie hier aufgeführt. Isolate, bla, show, hat er die hier drin. Unit File Commands, bla bla. Was war dann? Daemon Restart, was das nämlich macht, ist Daemon Restart. Re-exec. Meinst du re-exec? Nee, restart. Ach so. Restart einfach nur. Das startet dir eine Unit neu. Zum Beispiel, wenn, zum Beispiel hatte ich eben den, ja, den Fall, dass ich mich gefragt habe, warum der meine neue Unit nicht startet, weil die noch aktiv war. Und wenn ich zum Beispiel einen Daemon habe, der einfach länger läuft und ich möchte da, ich ändere da was am Unit-File, dann muss ich restarten. Oder wenn ich den Daemon neu starten möchte, weil ich an der Konfiguration was geändert habe oder so Dinge. Ja, Daemon Restart heißt SystemCTL Stop und SystemCTL Start Again. Komplett, soweit ich weiß, ja. Der macht einmal komplett platt und macht komplett neu. Gut. Ja. Bist du dir sicher, dass das über die Gruppe geht? Weil zum Beispiel, ich bin nicht in der Art, wo irgendwas ist da. Wie? Das dann nicht. Du kannst, ich bin mit... Ja, dass das über Polkit funktioniert. Ja, also Polkit... Also wenn du über Polkit kannst du es auch einstellen, wenn über Polkit quasi explizit für dich gesetzt ist, dass du das darfst, dann geht das auch. Also Polkit ist wesentlich mächtiger als das Gruppenkonzept von Unix. Also mein bisschen Missverständnis war, dass es in Polkit erlaubst du, machst du halt die Erlaubnis für das Zugreifen und dass es dann irgendwie noch über das Polkit kann sein, dass Polkit über Dbus läuft, aber das ist erstmal, da hat ja Dbus erstmal nichts mit zu tun. Also du kannst sowas auch über Dbus machen, SystemD benutzt Dbus extensively und du kannst diese Kommandos dann über Dbus an den System, also du kannst quasi einen User-Prozess haben, der dann über Dbus mit dem System-Daemon spricht. Das ist aber, hat aber mit der Authentifizierung erstmal nichts zu tun. Das ist dann sozusagen nur die Interprozess-Kommunikation zwischen den beiden Sachen, wie das quasi in SystemD geregelt wird. SystemD, wenn ich SystemCTL benutze, spricht SystemCTL mit ziemlicher Sicherheit über Dbus mit dem SystemDaemon, der das eigentlich macht. Das ist aber sozusagen, wie die miteinander kommunizieren und nicht direkt mit der Auto, hat nicht direkt was mit der Authentifizierung zu tun. Genau, das ist ein Dbus-Kommando. Geregelt ist
Du kannst in Polkit tatsächlich quasi jedes einzelne, du kannst in Polkit super granular festlegen, wer was darf. Also er fragt dich deshalb, weil du in Polkit tatsächlich sagen kannst, dieser User darf jetzt genau diese eine Option machen. Zum Beispiel dieser User, da, was du zum Beispiel mit Polkit machen kannst, ist, dieser User darf Platten anmounten, er darf aber keine Platten mounten. Und du kannst sogar sagen, ich wette, das geht auch mit Polkit, du kannst sagen, dieser User darf Platten zwar nicht lesen, aber er darf sie alle anmounten, um Leute zu trollen oder sowas. Das kannst du mit Polkit realisieren. Das wird mit dem Gruppenkonzept von Unix extensively schwierig bis unmöglich. Aber Polkit kann sowas. Deswegen frag dich Polkit spezifisch nach der genauen einen Sache, die du da auslösen möchtest. Weitere Fragen? Wenn dem nicht der Fall ist, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und wünsche noch einen angenehmen Chaostreff.